Schuster für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Göring-Eckardt, es wird viel spekuliert über Ihre Regierungsfähigkeit im Bund in alle Richtungen. Deswegen wünsche ich mir bei jeder innenpolitischen Rede, die Sie versuchen zu halten, oder Ihre Kolleginnen und Kollegen, neue Einsichten. Ich kann nach dem, was Sie gesagt haben, eigentlich nur noch eins erkennen: die Identitätskrise, die Verweigerungshaltung und die völlig ungeklärte Position zum Thema Innen- und Sicherheitspolitik, die verfestigt sich zur Blockade bei Ihnen. So wie Sie seit Jahren jedes Sicherheitsgesetz hier blockieren, so wie Sie seit Jahren unsere Arbeit behindern und blockieren im Thema Antiterror. Wie wollen Sie sich eigentlich wegen einem Gretschmann vielleicht aufschwingen, uns zu erklären, wie Sicherheitspolitik geht? Es tut mir furchtbar leid. Wenn einer das nicht darf, dann Sie. Versuchen Sie irgendwann mal in einem Land einen Innenminister zu stellen. Dann traue ich Ihnen auch was zu. Aber den Mumm haben Sie ja nicht. Ich traue mich ja nicht mal, ein Modell von einem Wasserwerfer hier mitzubringen. Kriegt er ja eine allergische Reaktion. Also, wissen Sie. Und dann, um es gleich fortzusetzen, Frau Jelpke. Wir uns eint das Ziel, dass ausgerechnet in diesen Saal hier keine Rechtspopulisten einziehen sollen in 2017. Aber so wie Sie argumentieren, machen Sie denen praktisch einen roten Teppich hier in diesen Saal rein. Wie können Sie einem Innenminister vorwerfen, er hätte rassistische Ressentiments? Das ist ein ganz starkes Stück, das eine Unverschämtheit. Wenn sich hier jemand entschuldigen muss, dann Sie. Meine Damen und Herren, die Union macht nicht Politik mit einem zentrierten Staatsbild, wie Sie es haben. Wir nehmen das wichtig, was das Volk denkt. Und das Volk hat eine Sprache, in der alles genau das vorkommt, was der Innenminister immer wieder zu Recht sagt. Authentizität heißt, die Menschen da draußen wollen in uns erkennen, dass wir sie verstehen und ihre Sprache sprechen. Was Sie machen, meine Damen und Herren von den Grünen, ist nichts anderes, als jeden Tag eine neue missionarische Leistung zu vollbringen mit einem besseren Weltmodell und besseren Weltbild. Das braucht in diesem Land niemand. Unsere Deutschen sind selber schlau. Und jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir haben mangelnde Abschiebezahlen. Das weiß jeder da draußen. Wir haben konstruierte Abschiebehindernisse. Das weiß jeder da draußen. Wir haben Identitätstäuschungen. Wir haben zuhauf Asylbewerber, die zwar Zeit haben, ihr Handy mitzunehmen, aber nicht ihren Pass. Wir haben Mehrfachregistrierungen. Wir haben Täuschungsversuche und wir haben illegale Einreise. Und ich werde nicht aufhören, solche Missstände zu benennen, weil das schafft Vertrauen. Der Deutsche liebt es, gut zu sein, bei den Guten zu sein, aber er liebt es auch, wenn wir den Dingen kritisch auf den Grund gehen. Und wenn wir diese Probleme im Land haben, dann müssen sie angesprochen werden, weil sie führen zu Asylpaketen, die wir machen. Sie führen zu einem Integrationsgesetz, was wir machen. Sie führen zu sicheren Herkunftsstaaten. Wer kritisch den Dingen auf den Grund geht und nicht irgendwelche grüne Soße nimmt und über die Realität kleistert, der kommt auch zu guten Gesetzen. Und die hat dieser Innenminister eben gemacht. Das nervt Sie nämlich in Wirklichkeit. Sie hätten gerne unsere Zuwanderungspolitik gemacht und dann auch noch die Kompetenz, das innenpolitisch hinzukriegen. Das fehlt Ihnen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Fahren Sie nach Stuttgart, nehmen Sie Nachhilfeunterricht. Da gibt es einen in ganz Deutschland, der vielleicht hilfreich sein könnte. Ich will jedenfalls dem Innenminister dankbar sein. Ich würde mir wünschen, auf dieser Regierungsbank, liebe SPD, ich würde mir wünschen, auf dieser Regierungsbank säßen noch ein paar mehr Regierungsmitglieder, die mal klar ansprechen, was in diesem Land sehr gut läuft und sich auch nicht scheuen, kritisch anzusprechen, was noch nicht gut läuft. Damit erzeugst du Vertrauen bei den Leuten und damit erkennen die auch, dass es keine AfD braucht, sondern eine Union, die den Dingen auf den Grund geht. Und jetzt noch eins zum Schluss, Frau Eckardt. Darüber hier zu befinden oder zu mutmaßen, warum Wolfgang Bosbach plötzlich seine Rede nicht halten musste,
Das zeigt schon, wir können politisch streiten, aber Ihr Menschenbild ist auch irgendwie merkwürdig. Sowas in seine Rede einzubauen, das ist genauso unmöglich wie eine Rücktrittsforderung, die völlig gaga ist. Ich danke der Kollegin Barbara Woltmann, die hier spontan einspringt. Ich glaube, das kann mal passieren, dass man seine Rednerliste ändert. Und insofern bitte nicht auch noch das. Letztendlich, Fazit, wenn Sie eine Aktuelle Stunde brauchen wegen so einem Thema, dann müssen Sie schon ziemlich begeistert sein von unserer Zuwanderungspolitik. Weil wenn Sie sowas hochziehen müssen, um überhaupt noch parlamentarisch zu streiten, dann heißt das für uns, dass wir verdammt viel richtig machen, wenn Sie mit solchen kniebohrerischen Dingen versuchen, die Welt zu missionieren. Ich danke Ihnen. Das Wort hat die Kollegin Hilde Mattheis für die SPD.